I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Oder hoch! An der Spitze werden die Blätzlebuebezunft angeführt vom Polizeiblitz. Denn der Rat. Jetzt haben wir die nächste Blätzlefigur und wahrscheinlich sind die Plätze in Konstanz entstanden. Es muss ich als Lokalpatriot einfach sagen. Hinterm Narrenzunft etwas geschrumpfte Laterne tanz. Ich glaube, heute können sie in Zweier tanzen. Und von der Standarte angeführte Fanfarenzug unter Leitung von Lukas. Der Fanfarenzug ist doppelt, also die übliche Musik spielt zusammen im großen Fanfarenzug. Das Besondere ist, das ist eine eigene Kapelle, die gehört zur Zunft und sie tritt im Häs auf, also auch im letzten Häs. Blätzlebuben mit ihren Pritschen. Die Pritschen sind nicht nur da, um zum Spazieren zu tragen, sondern Lärm wird mit ihnen erzeugt. Lärm gehört zur Fastnacht. Lärm wird unterschiedlich erzeugt, auch durch die Glöckle, die die Blätzlebuben am Häs haben. Honorum! Bei den Blätzlebuben sind auch Hansel dabei. Mindestens genauso alt wie die Blätzlebuben. Honoro! Wenn man genug sieht, dann weiß man, wo man her ist. Der kommt vom Untergehen. Und natürlich vom Präsidium wird die Sektmeisterin Orkel. Honoro! Auf die drei Präsidien! Nein! 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 Dann begrüßen wir als Gäste unseren Bürgermeister und jetzige Landtagsabgeordneten von Niederburg, Erebos, Frau. Südlichsee, das ist eine Partnerzunft der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte. Angeführt werden sie auch von Knöpfer, Geißenknöpfer. Und man hört schon den Lärm von den Knöpfer. Sie kommt hinterher mit einem Wahnsinnsgetöse. Das Problem ist einfach, die müssen ihren Schritt laufen, also die kommen kaum hinterher. Die tragen zum Teil bis zu 50 Kilo über ihre Schulter. Weißenburg liegt in der Landschaft wahr. Und da gibt's also ein Riesenlauf, dass man reich einschält, die Fasnacht oder das neue Jahr ist ein alter Brauch dort. Es sind Kuhglocken, die sie tragen. Ja. Thank you.
Narrenzunft, hat im Anschluss fast am Film. Der Fuchsli gab es beispielsweise auch in Pfullendorf. Der Bölli ist eine sehr bekannte Figur in der Gegend um den Zürichsee. Ihr werdet nachher noch sieben sehen, die haben ähnliche Häuser. Die Rönne mit ihren Franzen, das Franzen, das ist auch ganz bekannt. Man kennt es vielleicht von Schönberg her, aber die Franzen aber gibt es in Spanien und Portugal auch.